Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Mario 64 Star Revenge 0.5 Anius Levels wackelnde Kamera. Yeah. Tja, das geht jetzt einen ganzen Part nicht so. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal wieder hier rein und schauen uns mal um nach der letzten Mission. Im letzten Part haben wir ja diese Mission, wenn ihr wollt, geschafft. Wie schnell fängst du Klepto? Naja, ich dachte ja eigentlich, dass Navigation über das Tödliche wäre. Ich dachte eben schon, die Musik gespackt ab. Aber es war es ja zum Glück doch nicht. So, aber ich habe gerade keine Ahnung, was Navigation wäre, das Tödliche sein könnte. Das weiß ich gerade nicht. Und wir müssen nochmal in unsere schöne Luftwelt hinein. Denn ich glaube, da haben wir noch einen Stern übersehen. Das war geil. Echt. Hammer. Nice. So, und wir sind bei Game Over. Heilige Scheiße. Das ist natürlich nicht ganz so vorteilhaft. Aber dann ist das halt so. Gut, fliegen wir nochmal hier hin. Wir fliegen. Ja, wir laufen nicht. Oh Gott. Wolltest du dich gerade in einen Kaktus reinbacken? Also meine Güte, das kannst du nicht machen. Das ist Umweltbeschmutzung. Umweltverschmutzung. Ja, ist ja im Prinzip alles dasselbe. So. Elefant ist dasselbe wie Giraffe. So. Ja, und so weiter und so fort. Beinahe wäre ich wieder vom Feuer erwischt worden. Ja, wir müssen ja da. Dann würde ich vorschlagen, bevor wir jetzt hier die Mission machen, gehen wir erstmal wieder in unsere wunderschöne Welt hinein. Und ja, versuchen dann mal den letzten Stern zu holen. Ich glaube, es ist der letzte Stern. Doch, das ist der letzte Stern. Es wären dann 4 Sterne gewesen. Also deswegen, ja. Wir hatten einmal den Stern bei diesem komischen Gerüst und ich springe elegant dran vorbei. Wir hatten den Stern beim Gerüst, so sage ich jetzt mal. Wir haben den Stern von dem Ultra Swag. Wump. Meine Güte. Immer, ich verwechsel das immer wieder. Ja, dann haben wir noch die roten Münzen und ja. Dass 4 Sterne insgesamt in dieser Welt existieren, fehlt ja noch ein Stern und da habe ich ja auch schon eine Vermutung gehabt. Okay, das war ungewollt. Entschuldigung. Egal, du hast mich auch schon so oft getötet, da darf ich auch einmal ran. Ja, so. Das war mir persönlich schon wieder zu knapp. Ach, das war mir auch ein bisschen zu knapp. Man vergönnt mir gar nichts, habe ich das Gefühl. 51 Sterne, 64, nee, wie viele Sterne muss ich dann nochmal schauen? 67 oder so, glaube ich. Wäre ich jetzt aber auch nicht mehr so genau. Also, wir neigen uns schon bald in Richtung Ende, aber so wie ich mich anstelle, wird es wohl noch ewig dauern, bis wir das Ende erreicht haben. Oder wir haben das Ende meiner Nerven zuerst erreicht. Ja, egal, irgendwas von beiden werden wir bald erreichen. Ja, so. Nee, falsche Richtung, ich fall mal wieder drauf rein. So, gut. Dieses Schloss ist verwirrt. Schlecht für meine Psyche. Da bin ich zu oft. In dem Schloss. Deswegen bin ich schon ganz verrückt. Crazy. Und noch viel mehr. Gut, dann gehen wir erstmal wieder hier rein. Navigation über das Tödliche. Ja, ist halt doof, wenn man Game Over geht, dass man den ganzen Weg laufen muss. Ich muss gestehen, ich habe hier extrem viele Probleme mit dem Leben. Da ich nun auch nicht so viele Save States benutze, wie es eigentlich gerne machen würde. Ja, es ist natürlich logisch, dass ich relativ wenig Leben haben werde bei dem Schwierigkeitsgrad. Also ich weiß ja, dass es noch viel schwerere Hacks gibt. Ich meine mal kurz ein Save State. Ja, ich hatte schon einige angezockt gehabt, aber nie beendet, weil die mir persönlich viel zu schwer waren. Und ja, da ist das hier Zuckerschlecken hingegen. Also was da manchmal gefordert wurde, war echt Wahnsinn. Ja, so, aber trotzdem, ich finde, das ist hier schon ganz schön schwer. So, gut, meine Güte, das war knapp. So, dann, F5? Was hast du eben gemacht? Goomba, du bist komisch. So, fliegen wir mal erstmal hinten rum. So. Hier war auch irgendwo, ja genau, hier war was gewesen.
Nein, da war's gewesen. Da war's gewesen. Oh mein Gott. F5 gepresht. Pressed. Whatever. So, und wir fliegen etwas langsamer. Weil das ist... von der Höhe, also so wie ich das hier mache, ist es, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Aber das kann schon ganz schön hart werden. So, drücken wir mal kurz nochmal F5. Heilige Scheiße, das ist ganz schön knapp. Aber ich hab's geschafft, meine Güte. Ich wurde teleportiert, meine Güte. Wir sind im Schloss, meine Güte. Aber wenn ich sehe, wo der Stern ist, bin ich nicht abgeneigt, nochmal einen Safe State zu machen. Aber es hat funktioniert, meine Güte. Boah, ich bin froh. Ich bin echt froh, dass wir dieses Level komplett abgeschlossen haben. Finde ich echt cool. So, wunderschön. Dann drücken wir nochmal F5. Denn wir wissen ja alle, dass wir jetzt etwas Experimentelles machen. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Ich denke mal, es schadet nichts, mal da hinten nachzugucken. Das hat mich schon ewig interessiert, was da so sich verstecken könnte. Shy Guy? Hallo? Ach so. Also, dass das so gut funktioniert, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber das ist ja ein cooler Stern. Hatte mir schon immer die Frage gestellt, ist da hinten ein Stern? Und Tatsache, da ist einer. Ziemlich geil, ich freue mich. So, dann können wir jetzt mal ein bisschen nach unten. Okay, ich dachte schon, das wäre viel zu tief gewesen, aber es ging noch. So, dann gehen wir mal ganz unten in die erste Welt hinein. Das hatten wir ja auch noch vor uns. Und da brauchten wir auch die Flügelkappe für den letzten Stern. Und ja, fliege über den Wald. Genießen wir die Musik. Und sausen und brausen über die Silhouetten der Bäume. Und genießen die nächtlichen Geräusche, den Frieden. Und, und das Gefühl von ein wenig Freiheit. So, ja. Und ganz viel Swag natürlich. Swag darf natürlich nicht fehlen in dieser Geschichte. Der Geschichte, wo es um Freiheit und Liebe geht. Na gut, lassen wir das. So, jetzt. Ach, da hinten. Da hinten. Bevor ich das mache. Bevor ich das mache, will ich mal kurz gucken. Es gab noch eine Kanone irgendwo. Wo waren diese dumme Kanone? Ach, nee. Sachen finden ist überhaupt nicht meins. Sag mir nicht, dass die Kanone am anderen Ende ist. Sehe ich deinen Stern? Ich sehe deinen Stern. Ich sehe deinen tatsächlichen Stern. Das erste Mal in meinem Leben sehe ich dort einen Stern. Was zur Hölle. Aber gut. Dann würde ich sagen... Warum macht Mario manchmal eigentlich nicht die Animation vom, Kappe aufsetzen? Verstehe ich nicht. So, wir steuern mal geradewegs zu, obwohl wir gehen mal ein bisschen runter, um an Höhe zu gewinnen. Ja, das ist logisch. Wir gehen runter, um an Höhe zu gewinnen. Okay, das war, glaube ich, nicht so gut. Nein, das war nicht gut. Aber trotzdem gab es hier irgendwo eine Kanone, ich weiß es doch. Da täuschte ich mich gerade gewaltig. Ich glaube, ich täusche mich. Lol. Okay, das war cool.
So, vielleicht können wir auch von hier aus dahin fliehen. Okay, es hat sich eh geklärt. Der Stern ist tatsächlich einfach so nichts. Interessant. Hier gab es doch irgendwo eine Kanone, ich weiß es. Ich bin auch nicht bekloppt. Na gut, also das vielleicht schon, aber nicht so, dass ich mir irgendwelche Kanonen einbilde, die gar nicht existieren. Oh meine Güte, ich hätte nicht gedacht, dass dieser Stern jetzt dann doch so lange dauert. Na gut, eigentlich schon. Ich gebe es ja zu, ich habe damit gerechnet. Ach nee. So, aber ich bin der Meinung, es gab tatsächlich irgendwo so etwas in der Richtung wie eine Kanone. Er macht tatsächlich nicht diese Animation. Ah, das, da bin ich zu sehr runtergegangen. Aber vielleicht, nee, da komme ich nicht. So, da komme ich so nicht rauf. Vielleicht aber so. Ja, so funktioniert das. So kann ich das machen. Los, komm, du schaffst das. Mario, ich glaube an deine Kräfte. Und es hat funktioniert, ich glaub's nicht. Und wir sind wunderschön gelandet. Dafür war diese Plattform also gedacht. Ich habe schon immer gefragt, wozu diese verdammte Plattform sein könnte. Na gut. So, save and continue. So. Ah, verdammt, da fehlen uns noch die 100 Münzen. Aber darauf habe ich immer noch keine Lust. Tut mir leid, aber darauf habe ich einfach noch keine Lust. Ja, da habe ich auch, dazu habe ich auch keine Lust. Ja, ne? Doch nicht so viele Möglichkeiten. Oh Mann. Naja, ist halt so die Sache. Ich habe eigentlich keine Lust auf die ganzen Missionen, aber ich werde sie immer noch irgendwann machen müssen. Aber ich kann ja auch einfach mal sagen, nö, nicht jetzt. Aber wir können es mal hier probieren. Los, komm, wir probieren es einfach mal aus. Slalomflug in der Höhle. Hübsch. Hübsch, 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 hübsch. Ah, das war auch hier lang, oder? Mal einfach davon aus, dass das der richtige Weg ist. Oder? Quatsch, das ist der falsche Weg. Oder ist das der richtige? Verdammt, ich weiß es nicht. Ich habe gar nichts mehr im Kopf. Okay, das ist der richtige Weg. Super, na toll. Ja. Genau, mach ein Rückwärtssalto, ohne dass ich irgendwas mache. So, F5 hier. Ich traue mich nämlich gar nichts. Ja, genau deswegen. Aber der Ansatz war gut. So. So. Und tan, Dreifachsprung. So, ich würde sagen, wir holen zuerst die Invisible Cap. Dass ich das übersehen habe, ey. Darauf komme ich einfach nicht klar. So, wir machen mal kurz Save State. Ich sehe meine Nase. Nein, das geht mir viel zu schnell. Mach langsamer. Cremig. Cremig, Mario. Verbrennen, Mario. Verbrennen. Okay. Oh Gott, ey. Nächstes haben wir das jetzt. Werd nicht noch schneller. Okay, es hat noch funktioniert irgendwie. Okay, der letzte ist hier. Och nö. Ja, okay, es hat noch funktioniert. Heilige Scheiße. Mein Herz. Es setzte gerade aus. Okay, damit haben wir tatsächlich diese Welt auch noch abgeschlossen. Es bleibt im Prinzip noch die Haibucht. Okay, dann werden wir uns eventuell im nächsten Part uns an die Haibucht dran machen. Ah, Haibucht, ja. Ja, und dann
geht's auch schon zur letzten Welt. Ja, das ist definitiv die letzte Welt, das weiß ich noch. Da kann ich mich noch gut erinnern, damals. In den guten alten Zeiten. Und ich mache hier noch ein bisschen sinnlose Scheiße. Aber für sinnlose Scheiße, dafür sollte man eher draußen spielen gehen. Ja, das wurde einem von Kindheit an eingetrichtert, dass man das machen muss. Wii, Rutsche, wii. Das war irgendwie cool. Habe ich damit den Goomba getötet? Nö, ach schade. Können wir gut vorstellen, wenn man hier alle Sterne offen, alle Sterne offen hat. Wenn man hier alle Sterne hat, dann kann man hier rein, dann gibt es hier noch irgendwas. Warum sollte das nicht so sein? Ich meine, beim Original gab es noch ein letztes Secret. Wenn man alle 120 Sterne hat und dann wird man auch sicherlich in diesem Hack ein Secret öffnen können, wenn man alle Sterne hat. Yeah. Was hast du eigentlich noch dazu zu sagen? Das hier ist nicht The Kidama Takeover. Hier ist kein Warp. Kusch, kusch, weg mit dir. Ach. Die Tote wären auch immer freundlicher. Damals, in Super Mario 64, haben sie einen noch Sterne einfach so gegeben. Und jetzt sagen die schon, dass man hier verschwinden soll. Die wollen ja nicht mehr. Betrug ist das. Ich finde, Carmex sollten die neuen Tote werden. Nicht. Okay. Ich würde sagen, wir beenden den Part einfach und freuen uns an Spaß. Bände verkloppen. Okay, gut. Also vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.